Dürfen wir euch interviewen? Ja. Von euch? Ja. Was spielt ihr gerade? Eishockey, ich bin frei. Macht das Spaß? Ja. Worum geht's da? Na, man muss sich verstecken. Und einer, der wie Fänger steht am Baum und sucht uns dann halt. Und wenn er einen gefunden hat, hat er also zwei Emily tot. Ja, aber am Baum halt. Oder Anna wird tot. Und wenn man nicht gesehen wird, was ist dann? Na, dann kann man sich freitippen. Kein Baum. Und ja. Ja, dann hat man gewonnen. Dann muss man nicht die nächste Runde sein. Aber wenn jemand Neues mitspielt, dann zählen wir nochmal aus. Genau so muss man sein. Hochinteressant. Welchen Spruch gibt es denn, mit dem ihr immer auszählt? 1, 2, 3, ich bin frei. Nein, den Spruch. Nein, wie zählt ihr aus, mit welchem Spruch? Ein Blatt fällt ab oder ein Blatt fällt vom... Da gibt es viele. Bombenab. Oder ein Elefant aus Spanien. Also es gibt viele Sprüche. Ja. Sag mal so. Okay. Danke. Aber muss ich verwachen. Frau Schwand, warum haben Sie sich entschieden, Erzieherin zu werden? Weil mir die Arbeit mit Kindern schon immer ganz viel Spaß gemacht hat und ich in meiner Schulzeit schon Praktika im Kindergarten gemacht habe. Und von daher habe ich mich dann entschieden, dass ich den Beruf gerne ausführen will. Der ist sehr abwechslungsreich. Man hat viele verschiedene Möglichkeiten und sitzt nicht den ganzen Tag im Büro und das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Können Sie gut mit Kindern arbeiten? Ja, ich denke schon. Wie reagieren Sie darauf, wenn sich zwei Kinder streiten? Ja. Nehmt ihr das jetzt mit auf? Okay. Wir ganzen Erzieher möchten eigentlich, dass die Kinder das alleine klären. Erst wenn die gar keine Lösung beim Streit finden, reden wir mit den Kindern und finden eine gemeinsame Lösung beim Konflikt. Aber die Kinder müssen jetzt in dem Alter sein, wo sie das alleine lösen können. Sind die anderen Erzieherinnen auch nett? Also verstehen sie sich gut? Ja, wir verstehen uns alle. Schneller bitte. Okay, das war schon das Ende vom Interview. Okay. Nein, los, jetzt muss die Frau Schirmer interviewen. Ja, sie. Ja, wie ist ihr Name? Selina. Hey, das läuft aber weiter. Warum läuft das weiter? Das läuft. Emily würde kommen. Selina, Emily und der King Paul. Klassenclown? Ja, Paul und Konrad. Das sag ich auch. Ja. Scheiße. Nee, ich bin ja Gustav dumm. Seid ihr gute Freunde? Ja. Ja. Nein. Außer Paul, der gehört nicht dazu. Hey Leute! Was spielt ihr denn gerade? Wir wollten jetzt eigentlich Jungsfange spielen, aber wir haben gespielt. Im Moment ist halt 1, 2, 3, ich bin frei. Wie geht denn das Spiel Jungsfange? Das geht naja, so. Die Mädchen spielen Jungsfange. Und dann kann ich mir noch Nein, also frag mal Paul. Wie geht denn das Spiel? Das geht so. Also, Mädchen, Jungs, Fange. So geht das Spiel. Verstehst du? Nee, okay. Die Mädchen... Ja. Fangen die Jungs und bringen die Jungs ins Gefängnis. Und die Jungs können dich natürlich auch wehren. Und die Jungs wehren dich dann natürlich auch. Ist ja klar. Denk daran, dass die dich filmen. Also kannst du auch. Wenn ich filme. Ich filme, du verdammtes Stück. Ich filme mich und okay. Ich filme mich. Ich glaube, das reicht, oder? Hallo. Wir sind hier bei Bach-Projekt. Meine erste Frage würde lauten, wie ist denn überhaupt Ihr Name? Ich heiße Sophia. Machen Sie auch bei Bach-Projekt mit? Ja, und es macht mir viel Spaß. Okay, was ist denn da das Hauptthema eigentlich? Also es heißt Klangfarben unserer Stadt, um da
malen wir und basteln sehr viel. Tut ihr das dann irgendwo hin? Ja, wir gestalten ein Buch, was wir am Ende vorführen. Und da kleben und malen wir dann immer Sachen rein. Okay. Macht Ihnen das Buchgestalten auch sehr viel Spaß? Ja, das vor allem, weil ich auch sehr gerne male oder bastle. Was ist denn heute das Thema? Was wird denn heute produziert? Heute wird produziert. Also wir haben Farbe Silber hergestellt aus Erde in verschiedenen Farben. Und wir haben damit auch selber ein Bild gestaltet. Okay, vielen Dank für das Interview. Hallo, wie heißen Sie denn? Ich bin die Anjali. Macht Ihnen das Bach-Projekt viel Spaß? Ja, es macht mir sehr viel Spaß. Was konkret macht Ihnen sehr viel Spaß? Also es gibt ja unterschiedliche Dinge. Ja, mir macht am meisten Spaß, dass wir ein Buch gestalten. Da malen und basteln wir rein. Und heute sind wir zum Beispiel dabei, zu verschiedenen Geräuschen reinzumalen. Was sind denn das Geräusche zum Beispiel? Wir waren zum Beispiel im Park und dort wurden auch der Wind und so und das Rascheln der Bäume aufgenommen. Und dazu sollen wir unsere Ideen spielen lassen. Mhm. Und was haben Sie gemalt? Ich habe am meisten Farbkleckse mit Punkten gemalt und Muster. Soll das irgendein Bild darstellen? Nö. Also haben Sie Ihrer Fantasie freien Lauf gegeben? Ein bisschen, ja, aber ich habe auch am meisten meiner Freundin Sophia abgeguckt. Ach so, also muss Sophia ja sehr begabt sein. Ja. Na, das ist ja sehr erfreulich zu hören. Gut, dann war es das schon wieder mit dem Interview. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was machen Sie im Wort? Montags mache ich immer mit Freunden ein Projekt, das heißt Bach-Projekt und die Klangfarben der Stadt. Und da lernen wir halt was über Bach, Musik und die Stadt Leipzig. Was gefällt Ihnen im Wort? Na, dass man spielen kann und das Bach-Projekt. Weil man dort viel erleben kann, viel mit Kunst macht. Ja, und wir machen auch oft Ausflüge. Was gefällt Ihnen nicht im Hort? Na, ein paar Regeln und beim Bach-Projekt, da gefällt mir eigentlich alles. Und welche Regeln gefallen Ihnen nicht? Na, dass man zu einer bestimmten Zeit nicht mehr in die Räume kann oder ja das und das mit dem Fußballhof, dass da nur von ein paar Uhrzeiten nur bestimmte Kinder spielen kann. Ich kann nämlich nur zweimal in der Woche Fußball spielen von dreimal oder so. Mit wem spielen Sie im Ort? Mit meinen Freunden, ja. Und welche Freunde sind es? Tom, Gustav, Walter, Matteo, Aaron, Christian, Wilhelm, ja und noch ein paar andere. Was spielen Sie gerne? Tasche, sowas wie halt, dass man so eine Agentengruppe ist und so und Fußball. Machen Sie noch anderen Sport außer Fußball? Ja, ich spiele Tennis, habe Handball gespielt, ja und gehe auch manchmal segeln. Wie gefällt Ihnen das Bach-Projekt?
mir gefällt es sehr gut und eigentlich muss man da gar nichts dran ändern. Danke für Ihr Interview. Was tun Sie im Moment? Also, ich beantworte Ihre Interviewfragen. Und was machen Sie gerade im Hort? Im Hort, da spiele ich gerne Fußball und 1, 2, 3, ich bin frei. Und ich bin auch gerne im Bach-Projekt, weil man da viel über Leipzig lernt und auch in den Park geht und halt auch draußen mal eine Pause machen kann. Ja. Was macht man beim Bach-Projekt? Beim Bach-Projekt nimmt man Töne auf oder geht zum Wilhelm-Leuchner-Platz und guckt sich da Sachen an. Ja. Kann man im Internet was über das Bach-Projekt nachlesen? Ja, wenn das Bach-Projekt vorbei ist, wird eine Website über das Bach-Projekt gemacht. Ja. Macht es Spaß, bei diesem Projekt mitzumachen? Ja, mir macht das sehr viel Spaß, weil ich da auch was lerne und wir auch nächste Woche etwas am Computer machen. Ja. Danke für Ihr Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.